Herzlich willkommen zu einer kurzen Episode zur Geschichte des ITM. Das ITM wurde 1997 gegründet. Das ist eine eigenartige Gründung, weil von vornherein klar war, dass man nicht in den klassischen Bahnen Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht denken kann, sondern dass das Thema Informationsrecht über alle Sparten geht. Und deshalb kam sehr schnell die Idee hoch, ein Öffentlichrechtler und ein Zivilrechtler gemeinsam das Institut gründen zu lassen. Der Öffentlichrechtler ist Herr Professor Holznagel, der Zivilrichter bin ich, Professor Dr. Thomas Hörl. Wir arbeiten beide ganz eng zusammen, forschen zusammen, lehren zusammen. Wir haben eine gemeinsame Bibliothek, was schon für sich ungewöhnlich ist, denn normalerweise kommt in jedes Buch an der Uni Münster ein Stempel, ist es ein öffentlich-rechtliches Buch, oder ist ein zivilrechtliches Buch. Hier kommen beide Äste zusammen. Was mich sehr freut und was länger als 20 Jahre gehalten hat. Wir sind inzwischen ernannt worden vom Land NRW zum Landeskompetenzzentrum für den Bereich Informationsrecht. Wir haben dieses Landeskompetenzzentrum weit ausgebaut durch Drittmittelprojekte. Insgesamt sind am Institut mehr als 50 Mitarbeiter tätig, bezahlt von Mitteln des BMBF, der Europäischen Kommission, des Landes NRW, des DFN-Vereins und anderer. Wir sitzen erfreulicherweise nicht in Münster City, sondern etwas außerhalb am Leonardo Campus. Das ist ein optimaler Campus. Es gibt keinen schöneren Campus als diesen Campus. Da finden wir in der Nachbarschaft die Kunstakademie, die Designer, die Architekten, die Informatiker und wir sind mittendrin und arbeiten mit allen Gruppen des Campus zusammen. Wir sind im Laufe der Jahre Freunde geworden und haben zum Beispiel eine eigene Art Law Klinik gegründet, wo wir Künstler beraten im Bereich Urheberrecht. In der Lehre haben wir einen Schwerpunkt ITM, gut besucht, immer 100 Studierende, die im Kern von zwei Hochschullehrern betreut werden. Das ist eine Menge Arbeit, die uns aber viel, viel Spaß macht. Der Schwerpunkt besteht aus Vorlesungen, TK-Recht, Presserecht, Datenschutzrecht, Urheberrecht, Informationsrecht und aus Seminaren. Wir machen tolle Seminare beim BVB, also im Sportrecht, oder im Filmrecht, Theaterrecht. Dann haben wir noch drei Zusatzausbildungen. Eine Zusatzausbildung ITM für Leute, die nicht den Schwerpunkt besucht haben. Die können wenigstens im Rahmen einer eigenen Zusatzausbildung sich fortbilden. Eine zweite Zusatzausbildung zum gewerblichen Rechtsschutz, Patentrecht
Markenrecht und ähnliches. Das macht unser Honorarprofessor Jochen Bühling, ein toller Anwalt aus Düsseldorf. Und die dritte Zusatzausbildung, Journalismus und Recht. Da kommen eine Woche lang junge Juristen zusammen aus dem ganzen Bundesgebiet, vom Erstsemester bis zum Doktoranden, und lassen sich in einer Woche unterrichten von gestandenen Journalisten des WDR, ZDF, Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaft, Zeitungen, Beck Verlag, und erwerben damit das Grundwissen, wie man als Jurist ein weiteres Berufsfeld Journalismus für sich neu entdecken kann. Das Besondere des ITM ist der Schwerpunkt im Bereich Informationsrecht. Wir sagen, wir sind keine Urheberrechtler. Wir sind keine Patentrechtler, sondern wir betrachten Information als Forschungsschwerpunkt und glauben daran, dass Information grundsätzlich jedermann gehört, wie es im Amerikanischen heißt, Information yearns to be free. Wir verstehen also Urheberrecht, gewerblicher Rechtsschutz als Ausnahmeerscheinungen, in denen ausnahmsweise unter besonderen Voraussetzungen ein Monopolrecht an Informationen zugelassen wird. Und von daher drösen wir das ganze Gebiet von dem Schwerpunkt Information auf, und das schon seit mehr als 20 Jahren. Wir feiern 2022 das 25-jährige Bestehen. Ich lade Sie sehr gerne und besonders herzlich ein, uns zu besuchen. Kommen Sie in die Vorlesung, kommen Sie in die Veranstaltung, kommen Sie zum Kaffee vorbei. Sie sind uns immer ein gerne gesehener Gast. Vielen Dank.